Die New England Patriots haben die Los Angeles Chargers deklassiert und damit das Conference Championship Game erreicht. Dort treffen sie auf die Kansas City Chiefs. Real Madrid erzitterte sich einen knappen Sieg bei Betis Sevilla und kämpft sich langsam aus der Krise raus. Lionel Messi führte den FC Barcelona derweil mit einem Jubiläumster zu einem ungefährdeten Sieg über SD Eibar. Manchester United rang Tottenham Hotspur nieder. Der Montag bietet das nächste Highlight der Handball-WM, die deutsche Nationalmannschaft bekommt es mit Russland zu tun. Frankreich ist indes gegen Korea gefordert. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert NFL, Eagles Receiver nimmt Pleite auf sich nach der 14:20 Niederlage der Philadelphia Eagles gegen die New Orleans Saints und dem damit verbundenen Playoff-Aus war Eagles Receiver Alshon Jeffrey die gesamte Enttäuschung anzumerken. Zum Bericht NFL, Bradys Patriots führen Chargers, vorangeführt von einem überragenden Sony Michel haben die New England Patriots das Conference Championship Game erreicht und sich für den Super Bowl LEEM 3. Februar positioniert. Der Ex-Meister deklassierte die Los Angeles Chargers in den Divisional-Playoffs mit 41:28, 35:7 und erspielte sich damit ein Duell mit den Kansas City Chiefs, die am Samstag die Indianapolis Colts ausgeschaltet hatten, 31:13. Zum Bericht La Liga, Real siegt spät, Benzema verletzt. Real Madrid hat im Kampf um die Champions-League-Plätze in La Liga einen späten Sieg gefeiert. Bei Betis Sevilla setzten sich die Königlichen dank eines Freistoßtreffers des früheren Betis-Profis Dani Ceballos 89. mit 2:1, 1:0 durch und verdrängten Deportivo Alavés von Platz 4. Zum Bericht epischer Thriller in der NBA, mehr Dramatik geht nicht, erst nach der zweiten Overtime setzen sich die Toronto Raptors am Sonntagnachmittag Ortszeit in Washington gegen die Wizards durch und behaupteten damit die knappe Führung in der Eastern Conference der NBA, doch bis der 140:138 Sieg feststand, mussten die Raptors mächtig kämpfen. Zum Bericht Geist zieht es zu einem 2-Legistender 1. FC Köln hat sich für den Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga mit dem früheren U21-Nationalspieler Johannes Geist verstärkt. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Vizemeister Schalke 04 und hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Zum Bericht Australian Open, Schock für Gergis Kerber, weiter dicke Überraschung zum Auftakt, während sich Angelique Kerber gegen Polona Hercock, Slowenien, souverän mit 6:2, 6:2 durchsetzte, ist Julia Gergis in der ersten Runde der Australian Open völlig unerwartet bereits ausgeschieden. Zum Bericht NBA, Curry stark, Warriors loben Doncic beim 119:114 Sieg der Golden State Warriors. Anzeige, unterstütze jetzt dein Team auf Nike.com, powered by Context.tr. Bei den Dallas Mavericks hat Superstar Steph Curry einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt. Sage und schreibe 48 Punkte steuerte der Point Guard zum Sieg seiner Franchise bei. Zum Bericht NHL, Greis und Islanders ärgern Top-Team. Die Islanders gewannen ihr Heimspiel gegen die Tampa Bay Lightning, souveräner Tabellenführer der Eastern Conference, mit 5:1. Zum Bericht BBL, Bamberg entlässt Coach Brose. Bamberg hat auf seine sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Ein Asbagatschis getrennt. Das gab der Klub einen Tag nach der Heimniederlage gegen Aufsteiger Rasta Fechter, 67:85, bekannt. Zum Bericht Skispringen, Siegel überrascht Kubacki-Sieg. David Siegel hat beim Weltcup in Val d'Isère für eine Überraschung gesorgt und das erste Weltcup-Podest seiner Karriere nur knapp verpasst.
Beim ersten Sieg des Polen Dawid Kubacki flog der deutsche Meister als Fünfter nur um umgerechnet 3 Meter am Treppchen vorbei. Siegels zuvor beste Platzierung war ein 13. Rang gewesen. Zum Bericht: Nächster Adlersieg im Torffestival. Die Adler Mannheim sind am 39. Spieltag der DEL ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Gegen die Straubing Tigers hat der Tabellenführer einen ungefährdeten 6:3-Sieg eingefahren. Dem Blitzstart der Mannheimer zum 3:0 hatten die Gäste am Ende nicht genug entgegenzusetzen. Für die Hausherren war es bereits der 6. Sieg in Serie. Zum Bericht: La Liga, 400. Tor. Messi schießt FCB zu Sieg. Der FC Barcelona bleibt souveräner Spitzenreiter in der spanischen Meisterschaft. Die Katalanen siegten am 19. Spieltag 3:0, 1:0 gegen SD Eibar und bleiben mit 43 Punkten Tabellenführer vor Verfolger Atletico Madrid. 38. Superstar Lionel Messi, 53. erzielte durch seinen Treffer zum 2:0 als erster Spieler 400 Tore in einer der 5 europäischen Top-Ligen. Zum Bericht: Kroatien und Spanien auf Kurs. Die Mitfavoriten Kroatien und Spanien haben bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark auch ihre zweite Hürde locker genommen. Der zweimalige Olympiasieger Kroatien besiegte die vom Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierten Japaner in München mit 35:27, 18:13 Uhr. Im Anschluss setzte sich Europameister Spanien gegen Island souverän mit 32:25, 19:14 Uhr durch. Mit jeweils 4:0 Punkten liegen die beiden Ex-Weltmeister, die in der Hauptrunde deutsche Gegner sein könnten, klar auf Kurs. Bericht: Doch er tönt nach Uniteds Rekordsieg. Ole Gunnar Solskjaer hat als Trainer von Manchester United einen Clubrekord aufgestellt. Der Norweger siegte in der Premier League mit United 1:0 bei Tottenham Hotspur und ist damit der erste United-Coach, dem wettbewerbsübergreifend 6 Siege in den ersten 6 Spielen gelang. Mit 5 Siegen in den ersten 5 Ligaspielen stellte der 45-Jährige zudem den 73 Jahre alten Startrekord des legendären Sir Matt Busby ein. Zum Bericht: Das passiert heute. Handball-WM, Russland gegen Deutschland. Im dritten Spiel der Vorrunde bekommt es die deutsche Nationalmannschaft mit Russland zu tun. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop will an die Leistung gegen Brasilien anknüpfen. Russland, Deutschland ab 18:00 Uhr im Live-Ticker. Handball-WM, Frankreich gegen Korea. Frankreich misst sich mit Korea und will dem Einzug in die Hauptrunde näher kommen. Frankreich, Korea ab 20:30 Uhr im Live-Ticker. Premier League, Manchester City gegen Wolverhampton Wanderers. Ersten 22. Spieltag der Premier League schließen Man City und die Wanderers ab. Nachdem letztere den FC Liverpool aus dem FA Cup geworfen haben, ist das Team von Pep Guardiola gewarnt. Manchester City, Wolverhampton Wanderers ab 21:00 Uhr im Live-Ticker. Das müssen Sie sehen. Premier League Highlights. Das Highlight-Magazin der Premier League auf Sport 1. Auch in der neuen Spielzeit wird am Montagabend wieder das englische Fußballwochenende mit allen Toren und den spektakulärsten Szenen ausführlich zusammengefasst. Ab 22:15 im TV und Stream Goal, das internationale Fußballmagazin. Goal, das internationale Fußballmagazin, gibt es die Highlights, die packendsten Duelle und schönsten Treffer aus den internationalen Ligen zu sehen. Ab 23:30 Uhr im TV und Stream Videoschmankel. Der FC Bayern bezwingt Borussia Mönchengladbach im Finale des Telekom Cup und holt den Titel. Punkt. Mats Hummels entscheidet das Elfmeterschießen. Alfonso Davies feiert ein gutes Debüt.